Man hat mehr Zeit, man hat mehr Ruhe. Es waren, um es mal auf den Punkt zu bringen, es waren zwei Spieler da von uns. War der Buna Sound, der Leon Goretzka, und dann ab Montag kam der Fonsi dann nochmal mit dazu. Dann waren es drei. Also es waren mehr Trainer als Spieler da. Und habe mein Büro aufgeräumt. das war nötig, Schreibtisch aufgeräumt, und kannst ein paar Sachen abarbeiten, für die du sonst nicht so viel Ruhe hast. Und dann haben wir Organisation gemacht, haben den nächsten Monat geplant, haben die Reisen geplant für die Champions League, haben die Organisation vor Ort geplant, haben über den Winter gesprochen. Alle diese Dinge, für die normalerweise dann jetzt, vor allem wenn englische Wochen kommen, so ein bisschen wenig Zeit ist, nimmst du dir dann Zeit dafür. Und dazwischen waren auch noch mal ein paar Tage frei für alle, auch für den Staff. Das ist auch wichtig, dass dann jetzt in die Phase, die jetzt beginnt, einfach jeder mit einem klaren Kopf und mit Lust reingeht, weil es ab jetzt, glaube ich, bis zur Winterpause komplett alle drei Tage durchgeht.